Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Und heute habe ich hier einen abgebrochenen Tresorschlüssel. Und zwar ist da ja hier der Kopf weggebrochen. Ich könnte jetzt beigehen mit viel Aufwand, könnte jetzt einen anderen Schlüssel nehmen und hier das absägen, denn das da einpassen, damit das passt. Aber heute habe ich mal mir was anderes überlegt. Und zwar ist es so, dass ich einfach dieses hier reinsetze. Das ist einfach so ein, hier so ein Dreikantschlüssel. Und ich verlängere den einfach ein bisschen. Ich werde das jetzt hier gleich ein bisschen abschleifen, damit das hier reingeht. Sonst bohre ich das noch auf. Bohre hier ein Loch durch, mache hier einen Stift durch und dann ist das Ganze dementsprechend wieder fest. Dann ist er jetzt ein bisschen länger. Aber ich glaube, das tut hier nicht zur Sache, sondern wichtig ist, dass der Kopf da drauf kommt. Das brauche ich auch nicht zu löten, sondern wir stiften das ganz einfach heute mal. Gut, ich werde das jetzt mal eben so weit vorbereiten, dass ich das erstmal so weit mache, dass ich das hier reinkriege. Dann bohren wir das Loch da durch, dann wird er gestiftet und dann ist das Teil wieder in Ordnung. Und man kann da wieder dementsprechend mitschließen. Ich habe das jetzt schon mal so weit vorgearbeitet und ich habe ja gesagt, ich nehme hier so einen Dreikant. Da habe ich das jetzt hier aufgebohrt auf 6 mm, dass man den hier reinstecken kann. Und dann bin ich beigegangen, habe hier ein kleines Loch durchgebohrt. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt nehme ich hier also praktisch so eine Niete. Die habe ich hier schon auseinander gemacht. Und damit das nicht zu weit hier reinragt, habe ich den denn hier noch einmal abgesägt, dass er ein bisschen kürzer wird. Ja, was ich jetzt noch machen brauche, ist den Spind zu nehmen, den hier durchzustecken. Jetzt ist das also schon mal soweit fest. Jetzt kürze ich den hier, dann verniete ich das Ganze und dann ist der Schlüssel dementsprechend so fest, dass man den auch wieder benutzen kann. Und ich brauche hier nichts groß rumlöten. Das ist also mal eine Form, um das ja, zu stiften. Sowas. Das mache ich jetzt mal eben fertig und dann zeige ich das gleich nochmal. So sieht das Ganze jetzt auch. Also man kann jetzt noch sehen, der Schlüssel ist noch ein bisschen krumm. Das liegt aber daran, der hat also in diesem Schrank war der drin, da waren Akten drin und das war, hat er mir erzählt, eine Art Waffenschrank. Der ist umgekippt und da ist der Schlüssel verbogen. Den habe ich ihn jetzt gerade gemacht, so gut es geht. Also der müsste auf alle Fälle funktionieren. Und hier habe ich mal einfach das Teil drauf genietet oder gestiftet. Und man kann also sehen, man sieht kaum was. Und das ist mal eine Alternative dazu, um selber sowas reparieren zu können. Das heißt also, man holt sich einfach so einen Dreikant, macht ein 6 mm Loch rein, in diesem Fall. Es kann auch weniger sein oder mehr. Und dann nimmt man eine Niete und dann kann man das Ganze dementsprechend wieder zusammenbauen. Und auf alle Fälle ist der funktionsfähig und man kann auch sehen hier, das hält auch richtig. Also da kann nichts passieren. So viel Druck wird sowieso nicht ausgeübt auf dem Schlüssel und gekürzt habe ich das hier. Das heißt also, ich habe hier was von weggesägt, damit der Schlüssel nicht so lang wird. Und sonst würde das hier zu weit reinragen. Das ist dann auch nicht so gut. So habe ich dementsprechend noch viel Spielraum hier drin. Gut, das war's von meiner Seite aus. Und ja, dann freue ich mich ja auf das nächste Projekt.